dich besser an, sonst kann ich hier drin gar nichts mehr sehen. Na dann. Langsam wird's mysteriös. Die Hintergrundmusik ist erschienen. Ja, ja. Ob ich jetzt erleuchtet werde? Jetzt wird der Dinosaurier lebendig. Wow, es hat funktioniert. So. Die Pride kommt. Ja. Da scheint jemand mit einer unsichtbaren Tinte einen der Räume besonders gekennzeichnet zu haben. Durch den farbigen Lichtstrahl ist die Markierung jetzt sichtbar geworden. Da es hier keine Legende gibt, habe ich leider keine Ahnung, wo dieser Raum Nummer 8 genau ist. Scheint aber zu den Räumen zu gehören, die gerade renoviert werden. Na, zum Glück trifft unser Brillenglas in Kombination mit dieser Warnblinkscheibe exakt das Spektrum, das wir brauchen. Zum Glück. Was wäre sonst wohl passiert? Na gut, okay, Raum 8. Raum, geheimnisvoller Raum Nummer 8. Raum 8. So, und jetzt hey, nicht schlecht. Da ist man mal ein paar Minuten weg und schon verwandelst du das Museum in eine Lightshow. Oh, ich... Tut mir leid, aber... Schon okay. Was hat das Ganze denn zu bedeuten? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber wenn dieses Rätsel wirklich von meinem Vater kommt, dann muss er schon einen guten Grund für diesen ganzen Aufwand gehabt haben. Hast du schon was rausgefunden? Ich arbeite noch dran. Und du? Ich nicht. Fragen wir ihn erstmal, was er gefunden hat. Okay. Wahrscheinlich nix, inkompetente Trottel. Irgendwas Neues zum Thema Tunguska? Nicht viel. Hier, diese beiden Artikel habe ich gefunden. Oh, okay, wir haben jetzt irgendeinen Hinweis bekommen. Und die geheimnisvolle Tür, ach, wo könnte sie bloß sein? Durch den Lichtstrahl hat sich der Fluchtplan da an der Wand farblich verändert. Ein Raum mit der Nummer 8 scheint hervorgehoben zu sein. Ist das einer der Räume, die gerade renoviert werden? Ja, und zwar schon seit Ewigkeiten. Die Bausubstanz in diesem Haus ist leider nicht mehr die beste. Und die Jungs haben ganz schön Schwierigkeiten, das wieder halbwegs hinzukriegen. War in dem Raum irgendwas Besonderes? Nein, eigentlich nicht. Alle Ausstellungsstücke aus diesem Raum werden bei mir zwischengelagert. Suchst du was Bestimmtes? Wenn ich das nur wüsste. Wir können gleich mal in mein Büro gehen. Vielleicht findest du ja etwas, das dir weiterhilft. Okay, gehen wir in dein Büro. Komm, gehen wir mal in mein Büro und sehen uns die Ausstellungsstücke aus Raum 8 an. Schau dich ruhig um. Diese Sachen sind alle aus dem Raum, der gerade renoviert wird. Glücklicherweise liegen die da einfach so rum. Na gut, und das ist schon wieder sowas. Wir sind in einem Raum, in dem wir schon waren, und jetzt können wir neue Sachen anklicken. Ah, das ist doch scheiße. So, eine Vase. Hallo? Okay. Sieht uralt aus. Allerdings habe ich so eine auch letzte Woche bei einem schwedischen Möbelhaus gesehen. Aber ich denke eher, dass sie uralt ist. Eine Reliefscheibe. Aha. Und guck mal, was da ist. Eine Münze. Ein Reiter? Ich dachte immer, die Azteken hätten keine Pferde gehabt. Seltsam. Wo ist denn da ein Reiter? Hä? Ich kann da weder einen Reiter, oder meint die mich, den Bird Rider? Aber ich kann da wirklich weder irgendwie... Ich sehe nichts. Oder ist da die Münze, oder? Ah, vielleicht. Eine Reitermünze. Das Ding ist offenbar nur eingesetzt. Ja. Ich glaube, das gehört gar nicht zu der Reliefscheibe. Okay. Alles klar. Und jetzt kommt das in die Münze. Ich glaube, das ist irgendeine Art von Kalender. Wie man den liest, weiß ich aber auch nicht. Okay. Dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste schon, was wir finden mussten. Aber wir gucken uns natürlich... Alle anderen Sachen auch noch an. Noch eine Vase. Eine Vase aus der Ming-Dynastie. So eine habe ich als Kind mal runtergeschmissen. Und noch eine Vase. Die könnte antik sein. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Ja, du bist ja auch nur Automechanikerin, oder? Oder Motorrad. Motorrad. Motorrad-Mechanikerin. Ich muss mehr Alkohol trinken. So, ein Schild. Der Schild eines Pygmäenkriegers aus dem Jahre 1687. Könnte auch 1688 sein. Oder aus Asien stammen. Oder so. So. Und noch eine Maske. Wenn ich mich richtig an meine zuletzt gesehene Inka-Dokumentation erinnere, dann wurden solche Masken bei Opferritualen getragen.
Ja, okay. Ja, ihn kann man offensichtlich auch nicht mehr ansprechen, der ist beschäftigt. Dann gehen wir mal zurück und setzen diese Münze ein. Na? Und dann öffnet sich der Gang in Raum 8. Wahrscheinlich. Ich bin gespannt, was dann wohl passieren mag. Ich glaube tatsächlich, dass dieser ganze Abschnitt bald zu Ende ist. Dum, 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 dum. So. Verzeihung. Gesundheit. So. Tada. Die Münze passt perfekt zu den anderen. Okay, und jetzt? Und jetzt einschmelzen und Schlüssel draus schmieden. Ach, das ist doch jetzt bestimmt. Müssen wir jetzt noch irgendeine Reihenfolge drücken? Vielleicht. Versuch's mal. Ach ja, mit Kacke. 2, 3, 4, 2. Man kann die tatsächlich rausnehmen. Ach, hä? Gott. Wir müssen da irgendwas... Aber woher... Was denn? Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19AL. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren drei der Gründe. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Ja, okay, das bringt uns leider auch nicht weiter. Verdammt. Ich meine, vielleicht muss auch in jeder Reihe einfach nur eine liegen. Ja. Münzen-Sudoku. Ja. Aber wie kommst du darauf? Also ich meine... Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube auch nicht. Vielleicht müssen wir die... Kannst du die Münzen einzeln anklicken, dass wir was dazu erfahren? Nee. Und die heißen alle nur Münze. Ja. Hm. Okay. Warum? Ich weiß es nicht. Ha. Aber wie ich gesagt habe, jede Münze muss in einer Reihe liegen. Ja, aber das stimmt ja nicht. Naja, hier steht auf dem Bild, dass das jetzt schon was gelöst ist. Muss man noch einfach. Ja, aber wie soll man. Was ist denn das? Was sehen wir denn da? Warum ist das so? Wie kommt man da drauf? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall war das da. Ach Gott, ey. Achtung, ich habe mir. Was machst du denn jetzt? Ich hoffe, dass ich das resetten kann. Aber ich frage mich echt, wie soll man denn darauf kommen? Oder, warte mal, oder ist irgendwo hier ein Hinweis auf... Nee, nicht, dass ich wüsste. Was ist denn mit dieser Zahlenkombination auf dem Zettel, dieses LK? Ja, ich weiß irgendwas? Auch nicht. Ich verstehe ich nicht, aber das... Wüsste ich nicht, wie... Auf dem Zettel steht eine LA. Nummer. LA60 AK19AL. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren drei der größten Edelsteine der Welt in auf der Rück... Was steht denn da? Auf dem Zettel steht: Und der Fürst sprach zu der Prinzessin. Ob in der senkrechten, der waagrechten oder den beiden Hauptdiagonalen. Dankeschön. Achte darauf, dass niemals die gleichen in Reihe und Glied stehen. Hm. Soll das irgendwas mit den Münzen zu tun haben? Habe ich doch gesagt, es darf nicht. Es regnet Glücksblätter. Also, jede Münze, nur eine Münze pro Reihe. Und was war das? Der Fürst sagt zur Prinzessin irgendwas. Nee, sie dürfen nur in der senkrechten, in der waagerechten und in der Diagonalen nicht in einer Reihe liegen. Also wirklich wie so Doku. Ja. Na dann. Ach, ich weiß auch nicht. Tausch die da mal mit der vielleicht.
Aber ach so, jetzt haben wir hier zwei gleiche. Dann tauscht die mit einer von beiden nochmal. Nein, mit der. Nein, das geht nicht. Nein, ah, ah. Dann nimmt die da. Nee, das geht auch nicht. Ah, oh, dammit. Warte mal, ich glaube... Warte mal. Okay, jetzt haben wir erstmal eine Münze pro Reihe. Und jetzt innerhalb der Reihe würde ich die jetzt noch durchtauschen am besten. Einfach nur. Weißt du, warte mal, ich will noch auf dem Zettel steht... Und der Fürst sprach zu der Prinzessin, ob in der Senkrechten, der Waagrechten oder den beiden Hauptdiagonalen. Also in der und in der dürfen sie nicht gleich sein. Ihr tauscht mal okay. Irgendwie die Umis da mit anderen Münzen aus. In ihrer jeweiligen Reihe. Hä? Also in ihrer jeweiligen Horizontal. Weil ich meine, horizontal haben wir jetzt quasi... schon mal alle... Nee, warte mal. Nein. Ich würde die Münzen jetzt nur noch auf der horizontalen Ebene durchtauschen. Weil horizontal sind jetzt schon in jeder Reihe eine Münze. Ja. Nee, da nicht. Ja. Was, wo? Aber so horizontal haben wir jetzt in jeder Reihe jeweils eine Münze. Das stimmt schon mal. Ich würde jetzt Münzen nur noch innerhalb einer horizontalen Linie austauschen. Dann kommen wir nicht durcheinander. Also so. Genau. Aber dürfen sich auch nicht zwei Münzen berühren, quasi. Da dürfen nicht die gleichen liegen. Genau, aber nicht mal zwei davon. Anscheinend nicht. Dann schauen wir jetzt mal. Fangen wir mal. Machen wir das mal systematisch. Fangen wir mal mit der Oma-Münze da oben im linken Eck an. Und jetzt schauen wir, dass keine andere Oma-Münze innerhalb von ihrer Reihe, also die muss weg. Irgendwie mal mit irgendeiner anderen. Ne, genau, hier so zum Beispiel. Und jetzt müssen die beiden noch ausgetauscht werden, die unteren da, oder? Das sind gleich. Also da irgendwie eine. Aha. Okay, cool. Huch, eine Klappe ist aufgegangen. Scheint eine Art Geheimfach zu sein. Wozu braucht mein Vater sowas? Da sind Unterlagen drin. Ich finde solche Rätsel furchtbar. Ich finde so Schieberätsel. Ja, es geht um die Forschungsreisen meines Vaters. Hier steht, dass er 1958 Leiter einer geheimen Expedition in die Tunguska-Region war. Offenbar wurde nach dieser Expedition von höchster Stelle versucht, die Ergebnisse geheim zu halten. Dreht sich irgendwie um sonderbares Pflanzenwachstum. Papa wollte trotzdem weiterforschen, aber ihm wurden alle weiteren Untersuchungen untersagt. Er ist dann anscheinend trotzdem nochmal in die Region gereist. Auf eigene Faust, nur in Begleitung eines gewissen Manuel Perez und eines einheimischen Führers. Das war 1977. Wenn ich das richtig verstehe, ist bei dieser Expedition aber einiges schiefgelaufen. Diesem Perez ist irgendwas Schreckliches zugestoßen und die beiden wurden verhaftet. Was genau mit ihm in dieser Nacht geschehen ist, konnte mein Vater bis heute nicht in Erfahrung bringen. Und Perez ist seitdem spurlos verschwunden. Mein Vater schreibt etwas später, dass er bereits hier hätte erkennen müssen, dass Menschenleben immer wichtiger als die Forschung sind. Was meint er damit? Ich sollte vielleicht mal Max dazu befragen. Der kann mir vielleicht auch die ganzen Formeln und wissenschaftlichen Ausdrücke erklären. Und hier ist auch noch ein Brief von irgendeiner Gesellschaft in Irland. Aber das sind nur leere Seiten. Ich brauche definitiv Hilfe. Vielleicht weiß Max ja was darüber. Was? Da stand Po-Box. Tut mir leid, ich habe immer noch nichts. Aber ich? Wie das mit dem Verschwinden meines Vaters zusammenhängen soll, weiß ich zwar auch noch nicht. Aber ich habe in einem Geheimfach Unterlagen meines Vaters gefunden. Es ging um eine geheime Expedition und seltsame Vorkommnisse und... Hey, ganz ruhig. So schnell komme ich nicht mit. Komm am besten mit in das Büro meines Vaters. Ich zeige dir die Unterlagen und dann sollten wir uns vielleicht doch mal seinen Aktenschrank vornehmen. Okay, gehen wir rüber. Ich hatte doch gesagt, dass ihr euch hier nicht mehr blicken lassen sollt. Kommissar Kanski. Glaubt mir, es wäre wirklich besser gewesen, wenn ihr euch aus der Sache rausgehalten hättet. So bleibt mir keine andere Wahl als... zu sterben! Da bin ich gerade noch rechtzeitig gekommen. Seid ihr in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Was machen Sie hier? Und was wollte der Kommissar eigentlich von uns? Wollte der uns erschießen? Na, zum Spaß wird er die Waffe bestimmt nicht auf euch gerichtet haben.
Wir sollten hier weg, bevor der Typ wieder aufwacht. Dramatisch. Tut mir leid, dass ich bei unserem ersten Zusammentreffen so unfreundlich war. Ich habe das Gefühl, dass ich seit einiger Zeit verfolgt werde und meine Nerven liegen derzeit etwas blank. Ich kenne deinen Vater natürlich. Genau genommen sogar schon sehr lange und sehr gut. Ich war damals mit ihm auf einer seiner Expeditionen. Zusammen mit dem Kubaner Manuel Perez, einem irischen Biologen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, und einigen Helfern, waren wir damals in der Tunguska-Region. Ich will jetzt nicht im Detail auf die Vorkommnisse von damals eingehen, aber aus irgendwelchen Gründen scheint sich gerade jetzt jemand sehr dafür zu interessieren. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur ich bedroht werde, sondern auch dein Vater und möglicherweise sogar alle noch lebenden Teilnehmer der damaligen Expedition. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, könnte der russische Geheimdienst FSB dahinter stecken. Schon damals haben die alles versucht, uns und vor allem deinen Vater an weiteren Expeditionen zu hindern. Du weißt über deine Mutter Bescheid? Meine Mutter? Wieso? Was hat die denn damit zu tun? Du weißt, dass sie bei einem Unfall ums Leben gekommen ist? Ja, aber... Ob es wirklich ein Unfall war, ist sehr fraglich. Du saßt damals mit dem Auto. Ich fuhr hinter euch, als der Wagen plötzlich ein Brückengeländer durchbrach und in einen Fluss stürzte. Dich konnte ich gerade noch rausziehen, aber beim Versuch, deine Mutter zu retten, hat es mir zwei Finger abgerissen und dadurch... Davon hat mir mein Vater nie etwas erzählt. Er hat bestimmt versucht, dich nicht auch noch damit zu belasten. Wir beide haben uns schon genug Vorwürfe gemacht, aber genug von damals. Jetzt müssen wir erstmal deinen Vater wiederfinden. Aufgrund der Vorkommnisse der letzten Tage habe ich ein paar alte Kontakte spielen lassen. Einer davon, Sergei, ist in Kreisen zu Hause, die... Nun ja, in die ich lieber nicht geraten möchte. Aber er weiß nahezu alles, was eigentlich keiner wissen darf. Nach seinen Informationen wurde in der Tunguska-Region bereits vor Jahrzehnten eine Forschungsanlage errichtet. Und gerade jetzt ist wieder ein Transport dorthin geplant. Angeblich sind nicht alle Wissenschaftler, die dorthin gebracht werden sollen, freiwillig dabei. Diese Forschungsreise und das Verschwinden deines Vaters wenige Tage vor ihrem Start könnten durchaus im Zusammenhang stehen. Das heißt, mein Vater wurde entführt und sitzt jetzt in einem Zug nach Sibirien? Was wollen die von ihm? Auch wenn er seit Jahren nicht mehr offiziell in der Forschung aktiv war, er ist immer noch eine Kapazität auf seinem Gebiet. Sergei könnte uns mit Sicherheit weiterhelfen. Ich soll nach Moskau? Ich habe ein Flugzeug. Wir wären in ein paar Stunden da. Ich weiß, das ist alles etwas viel auf einmal. Aber wenn dein Vater wirklich in dem Zug ist, haben wir keine Zeit zu verlieren. Sobald er erst einmal in der Tunguska-Region angekommen ist, werden wir ihn da kaum noch rausholen können. Dazu ist der Bereich um die Station viel zu gut bewacht. Was meinst du? Ich weiß nicht. Tja, ist vielleicht die einzige Chance. Also, lass uns aufbrechen. Es wäre gut, wenn einer hier bleibt. Vielleicht meldet sich Wladimir ja doch noch. Aber... Nina, wir sollten los, wenn wir noch eine Chance haben wollen, vor der Abfahrt des Zuges anzukommen. Naja, ich könnte mir die Unterlagen deines Vaters ja noch mal ansehen. Aber ein gutes Gefühl... Prima, dann lass uns aufbrechen. Pass gut auf dich auf, ja? Ich werde mir Mühe geben. Ich hätte dich gern. Ja, ich auch. Viel Glück. Da werden die Tetrominos hergestellt in dem Gebäude. Oh, Oleg hat mir gar nicht gesagt, dass du eine solche Schönheit bist. Hätte ich das gewusst, wäre mein Preis sicher niedriger ausgefallen. Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Sie können mir auf der Suche nach meinem Vater helfen? Sergei kann vieles. Einige sagen, Sergei kann alles. Aber Sergei ist bescheiden, also belassen wir es dabei, dass Sergei nahezu alles kann. Ja, die Bescheidenheit ehrt Sie. Worum genau geht es? Ich dachte, das wüssten Sie. Klar, aber Sergei braucht alle Informationen noch einmal aus erster Hand. Und der Anblick deines Mundes und deiner sich bewegenden Lippen. Wollen Sie mir nun helfen oder mich begaffen? Wie heißt es so schön? Eine Hand wäscht die andere. Okay, also. Mein Vater ist verschwunden. Ich wollte mich eigentlich mit ihm in dem Museum, in dem er arbeitet, treffen. Als ich dort ankam... Ja, Sergei weiß das. Und was wollen Sie dann wissen? Was hat dein Vater in den letzten Wochen gemacht? Woran hat er gearbeitet? Für wen hat er gearbeitet? Oh.
Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit meinem Vater nie großartig über seine Arbeit unterhalten. Er neigt dazu, stundenlange Vorträge zu halten, und ich neige dazu, nach wenigen Minuten in einen Halbschlaf zu fallen. Irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, die Arbeit als Gesprächsthema lieber außen vor zu lassen. Schlecht. Ganz schlecht. Ja, ich weiß, aber... naja, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall weiß ich nicht wirklich, an was und für wen er in letzter Zeit gearbeitet hat. Neben den Sachen fürs Museum hat er immer noch Vorträge gehalten und Expertisen erstellt. Aber was genau? Ich weiß nur, dass er in den letzten Tagen etwas unkonzentriert gewirkt hat. So, als ob ihn irgendwas besonders beschäftigt. Aber was das war... So kommen wir nicht weiter. Ein paar Vögelchen haben in den letzten Tagen schon gesungen, noch heute fährt ein Zug in die Tunguska-Region. Es geht um irgendwelche wissenschaftlichen Experimente. Was genau, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht wichtig. Auf jeden Fall sind einige alte Freunde reaktiviert worden. Alte Freunde reaktiviert? Wissenschaftler und Ortskundige, die bereits in der Vergangenheit in der Tunguska-Region waren, wurden... nun ja, um Mithilfe gebeten. Einige kamen freiwillig, andere mussten erst überredet werden. Aha, verstehe. Schön. Wie dem auch sei. Könnte gut angehen, dass dein Vater dabei ist. Ist er in Gefahr? Wie kann ich ihn da rausholen? Wenn er keine Dummheiten macht, dürfte er auch keine Probleme kriegen. Normalerweise. Und? Wie holen wir ihn da raus? Wir holen ihn da gar nicht raus. Aber wie bereits gesagt, Sergei kann fast alles. Ein alter Bekannter steht am Nebeneingang des Bahnhofs. Er wird dich reinbringen, dir einen Passierschein und eine Uniform geben. Wenn du erstmal an Bord des Zuges bist, solltest du genügend Zeit finden, um dich umzusehen. Die Wachen an Bord sind während der Fahrt größtenteils mit Saufen und Kartenspielen beschäftigt. Ach ja, du reist unter dem Namen Nina Perkova. Wenn dein Vater wirklich an Bord sein sollte, könnte dich sonst dein Nachname verraten. Ich soll in den Zug alle Wachen ausschalten und meinen Vater im Alleingang befreien? Toller Plan. Wie du deinen Vater da rausholst, sehen wir dann, wenn du ihn gefunden hast. Keine Sorge, so einen süßen Hintern lässt Sergei nicht verschrumpeln. Na, da bin ich ja beruhigt. Entschuldigung, bin wohl ein bisschen nervös wegen meines Vaters. Ich bin wirklich froh, dass Sie mir helfen. Vielen Dank. Schon okay, Kleines. Man nennt Sergei nicht umsonst die gute Seele von Moskau. Und denk daran, auch wenn du Informationen bekommst, mit denen du erst einmal nichts anfangen kannst, Sergei kann damit ganz sicher was anfangen. Okay, ich werde sehen, was ich rausfinden kann. Gross, dude. Was für ein sympathischer junger Mann. Mhm. So. Neuer Abschnitt. Neuer Abschnitt. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Ja? Viel zu schön, um hier draußen rumzusitzen. Kollege Yushin übernimmt jetzt deine Schicht. Ist das nicht nett von ihm? Was? Wieso? Komm mit. Wir plaudern ein bisschen. Der unser Mittelsmann, der uns reinlassen sollte, wurde nämlich gerade abgeschossen. Scheint nicht mein Glückstag zu sein. War das jetzt ein Zufall oder haben die herausgefunden, dass Sergei einen der Wachsoldaten geschmiert hat? Auf jeden Fall habe ich jetzt ein riesiges Problem. Sergei ist erst einmal weg. Mein Handy hat keinen Empfang und ich muss schleunigst in den Zug. Nina, es wird Zeit für eine geniale Idee. Kanalisation! Genau, wir müssen uns jetzt irgendwie da reinschmuggeln. Aber ich würde sagen, vielleicht kurz 5 Minuten Pause. Okay, machen wir kurz 5 Minuten Pause. Dann sind wir gleich wieder da.